Herzlich willkommen bei Martin Macht's. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich weiß, ich sage es jedes Mal, das wird das kürzeste Video. Aber ich glaube, heute, guck doch mal runter in die Zeit, in diese Zeitleiste, ob es geklappt hat. Ob das wirklich das kürzeste Video ist. Lass uns einfach loslegen. Worum geht's heute? Heute geht's um dieses eine Brett. Ich habe es bei meinen drei Chefach-Videos habe ich es immer wieder mal in der Hand gehabt, dieses Brett. Und heute kommt es unter den Hammer, unter das Messer, wie auch immer. Heute verbrauche ich dieses Brett und ich glaube, ihr habt es ja schon im Thumbnail gesehen, was daraus wird. Ich möchte mir ein paar Schubladen bauen hier in der Werkstatt und habe mich aktuell dafür entschieden, das mal mit Fingerzinken zu probieren. Und die möchte ich natürlich nicht mit Hand machen, denn wenn ich hier 500 Fingerzinken machen muss mit der Hand, dann drehe ich am Zeiger. Also möchte ich mir die einfach ein bisschen, sagen wir mal, etwas schneller gestalten. So, ich habe dazu ein Video gesehen von vom Andi. Kennt ihr alle Andis Werkstatt? Der hat damals mal so eine Zinkenvorrichtung gemacht. Die hat sich auch inspirieren lassen von woanders, aber das war für mich so die, ja, mit schönste Variante. Die hat mir am besten mitgefallen und deswegen möchte ich die nachbauen. So, ich mache es aber ein kleines bisschen anders. Zeige ich dir, wie ich das mache. So, die meisten haben ja im Prinzip, oder die ich so gesehen habe zumindest, ich habe jetzt nicht alle geguckt, nur die Hälfte wieder, ne? Die haben im Prinzip so ein Brett und dann kommt hier oben drauf, kommt dann denen ihre Schienensysteme, wie auch immer, und dann kommt noch ein Opferbrett davor und dahinter und dann kann man das alles einstellen und alles schön. Echt super, also da möchte ich auch gar nichts kritisieren, bitte nicht falsch verstehen, ich finde das richtig super, ist aber für meine Zwecke too much, das brauche ich nicht. Ich mache es mir ein bisschen einfacher und zwar, was mir am wenigsten gefällt an diesem System, dass die immer noch mal extra Opferholz brauchen, obwohl die ja eigentlich aus Holz schon sind. Und dann habe ich mir überlegt, warum nicht das Opferholz nehmen und darauf die gesamte Vorrichtung installieren. Und wenn das Opferholz mal durch ist, dann nimmt man halt neues Opferholz. Da hat es vibriert auf der Uhr und zeigt mir nichts an. Instagram. Ja, könnt ihr mir auch folgen. Instagram geht es immer mal aktuelle Fotos. Blende ich euch hier unten ein. Kann ich jedem nur empfehlen. Nicht täglich, nicht, ne, aber ab und zu mal kommt immer was Schickes. So, also wir kommen zurück zum Opferholz. Das wird also quasi das Opferholz und gleichzeitig der Träger von der gesamten Thematik. Um mir es jetzt noch ein bisschen einfacher zu machen. Ihr wisst, die Faulen, so wie ich, die sind ja immer kreativ, wenn es darum geht, was schnell und einfach zu erledigen. Und deswegen habe ich meinen 3D-Drucker bemüht und habe mir da etwas zusammengestellt. Und das sieht dann, wenn es ausgedruckt ist, so aus. So, das ist im Prinzip meine Fingerzinken-Schablone für 2 cm Fingerzinken. Warum 2 cm? Weil ich habe, glaube ich, einen 1,4 cm Schaftfräser, weil ihr braucht dazu wieder einen Schaftfräser mit Anlaufring. So. Und wie ich den jetzt hier mir zusammenbastle und was man also beachten muss, weil es sind doch noch zwei, drei Sachen, die man bedenken muss bei der ganzen Geschichte, zeige ich euch. Wie erwähnt, mein Opferbrett. So, das ist die Schablone. Die soll dann hier oben so drauf. Hier machen wir noch einen Anschlag, sodass wir im Prinzip mit den Brettern dann immer hier so dagegen drücken können. Und hier im Prinzip, ne, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe mal, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Ich habe es noch nicht getestet. Alles ungetestet. Damit ich den Anschlag, damit das hier alles passig ist, fange ich erstmal an, mir diesen Anschlag hier oben dran zu basteln. Dazu brauche ich mal zwei Löcher hier oben drin. Und zwar hier und dann mittig Nummer 1. Das dürfen wir wahrscheinlich in der Hand halten. Zack. Und dann Nummer 2. Nein, ich brauche mir nicht in die Hand. Siehst du nichts, ne? Anschlag passt. Und der soll jetzt, da muss jetzt auch nicht irgendwie 100% gerade sein. Ich mache den jetzt nur aus ästhetischen Gründen ein bisschen schön dran, ne? Der kann ruhig, oder das ist jetzt nicht so dramatisch. Einmal hier geschraubt. Das sieht gut aus. Wir können noch ein Stück runtergehen, wa? Dann sieht man nicht ganz so viel. Ja, der Schraubenkopf ist schon durch, aber ich wollte die Schraube jetzt wieder verwenden. Meine Güte. Oh, ein bisschen gerade wenigstens.
Das Auge zinkt mit. Ne, es ist nicht die Schraube. Ich sehe gerade, der Bit ist hinüber. Dann schmeißen wir den jetzt direkt weg. Und schon haben wir uns hier unten wieder gemeinsam versammelt. Jetzt brauchen wir hier die Mitte. Die Mitte ist bei 3 cm. Ja, man sollte das auch richtig rumhalten, ne? 3 cm macht 1,5. Richtig? Richtig. 1,5. Das Loch, das jetzt hier ist, das ist Zufall. Ich könnte mir mal einen Mittenfender ausdrucken, finde ich. Ich glaube, das mache ich mal. Oder ich baue mir einen. Der von Andis Werkstatt gefällt mir. Der hat einen richtig coolen gebaut. Mitte haben wir. Ist kurz. So passt. Dann nehmen wir es so rum. Gucken, sind wir in der Mitte? Alter, Bombe. Bombe, sage ich euch. Und auch hier Mitte. Theoretisch sind wir sogar schon fertig. Ne? Jetzt kann ich hier mein Brett reinlegen, zack, meine Zinken reinfräsen und dann wäre ich schon durch mit der ganzen Geschichte. Noch nicht ganz. Oder andersrum, man könnte es sogar so verwenden, dass man das Brett jetzt hier so dran macht. So. Und jetzt an der Tischfräse. Geht auch. Kann man auch verwenden. Ne? Aber da bräuchte man vielleicht noch ein bisschen mehr Auflage. Da müsste man bloß hier hinten mal irgendwie noch eine Auflage machen, dass der Winkel immer passig ist. Dann könnte man das auch verwenden. Möchte ich aber noch nicht. Ich möchte es noch ganz anders verwenden. Und deswegen hole ich mir jetzt erstmal einen Pfostenbohrer. Und damit wir ja auch ein kleines bisschen System reinkriegen. Es ist ein 35er Pfostenbohrer, also gehe ich mal 5 cm nach oben. Auf dieser Linie. Hätte ich gern hier eine Einkerbung. Ein Loch. So, ist ein 35 mm Pfostenbohrer von Wolfcraft. Ich mag die Dinger. Ich mag nicht viel von Wolfcraft, aber die Pfostenbohrer könnt ihr kaufen. Die sind gut. So, Schlag haben wir aus. Ich muss nur gucken, ich habe hier unten drunter genau das gleiche Brett. Nicht, dass ich hier komplett durchmache. Sind wir durch? Ja, jetzt haben wir es gerade gemacht. Und wir brauchen noch ein Loch hier. Zu diesen zeige ich euch dann gleich. Aber die sind immens wichtig. Das zweite Loch übrigens war in einem Zug ohne Zeitraffer, ohne alles. Also ihr seht, die Pfostenbohrer, die können's. Oh, hier müssen wir noch mal sauber machen. Nicht schön, aber selten. Können wir dann noch mal ein bisschen. Ich weiß, ich hätte hier eine sauberere Kante hinbekommen können, wenn ich nicht ganz durchgebohrt hätte, sondern nur gewartet hätte, bis der Stich hier durchkommt, rumgedreht hätte und dann von der Seite gebohrt hätte. Damit kann man das natürlich verhindern, diese Ausrisse, also als kleiner Tipp, aber in dem Fall ist es mir einfach mal ganz kurz Schnuppe, weil das ist ein Werkstatt-Chick. Das kommt mir nicht ins Wohnzimmer, obwohl wenn es richtig geil funktioniert könnte, nein, das kommt mir nicht ins Wohnzimmer, deswegen ist das jetzt nicht so tragisch. Die Löcher haben eine Funktion, die müssen nicht aussehen, die haben eine Funktion und die Funktion, die zeige ich euch jetzt gleich.
dann lasst uns mal gemeinsam schauen, wie man das Teil verwendet. Also, Werkbank ist klar, sollte man haben. Jetzt stellen wir das hier einfach hin. Deswegen auch die großen Löcher. So, dann nächstes Mal könnt ihr jetzt auch hier oben zum Beispiel zwingen, wenn man lange Schraubzwingen hat. Dann braucht man die Löcher hier unten nicht verwenden, wie ihr wollt. Es ist natürlich schön fest, also halbwegs schön fest. Mehr muss es aber gar nicht sein. So, jetzt wollen wir natürlich testen, wie kriegt man hier was hin. Und da fällt mir ein, ich habe ja noch, ich habe noch zwei Bretteln vom letzten Mal abrichten, testen von meinem Scheppachhobel. Diese zwei leeren Brettchen. Aber die muss ich mir erstmal kürzen. Hier ist noch so ein, wisst ihr, was ich meine hier? So ein Gedingens, Gedöns hier, wo halt Harz drin ist. Das nervt mich. Alles noch gut? Jetzt nehmen wir hier dieses Brettchen. So können wir das nämlich hier schön an den Anschlag legen. Machen wir uns das hier fest. Und ich will die beste Schraubzwinge erwischt hier, oder was? Und brauchen den Fräser. Jo, müssen wir uns natürlich die Fräse einmal auf die richtige Höhe einstellen. Das Brett hat hier eine Stärke von 1,5 cm. Das heißt, wir müssen auch, weil das andere ist ungefähr genauso. Das andere ist 1,5, also müssen wir bis hierher fräsen. Einfach hier den guten Fräser. Und den bis dahin. Einmal zumachen. Und dann können wir schon loslegen mit dem guten Stück hier. Ich habe hier schon gerade einen ersten Fehler entdeckt. Ich bin nämlich hier oben drüber gegangen mit der Kante, hier mit diesem Anschlagbrett. Das darf so nicht sein, das muss ich schnell beheben. Das sieht doch schon superst aus, oder? Jetzt müssen wir natürlich die andere Seite noch testen. Das ist zu genau. Verdammte Axt, das ist zu genau. Ich finde, wenn man das jetzt hier wegschleift, ne, den Überstand, dann sieht das doch schon. Ich probiere den mal wegzuschleifen. So, wie man sieht, da ist auch kein Überstand mehr. Ja, es geht natürlich mit dem Bandschleifer, geht das natürlich besser. Ich habe aber leider keinen Bandschleifer. Aber ansonsten, das ist echt hier. Das ist richtig cool. Ja, es kam, wie es kommen musste. Mitten im Videoschnitt habe ich gerade festgestellt, dass irgendjemand meine Speicherkarten gefressen hat. Nein, eine Speicherkarte ist mir komplett abgerauscht und auf dem war unter anderem die Abmoderation drauf. Das ist nicht so schlimm, die kriegt man ja nochmal hin. Aber auch wie ich mithilfe meines Fingerzinken-Chicks diese wunderschöne Fast-Box, ja, fehlt ja nur noch ein kleiner Boden rein, wie ich die damit gemacht habe. Das ist das Holz, was ich verwendet habe, Douglasie. Ich habe irgendwann ein Video, habe ich im Schnitt erst festgestellt, ich habe Lärche gesagt. Es ist natürlich keine Lärche, es ist Douglasie. Die Douglasie ist es. Und die habe ich mal hier schön, ne, da mit ein paar Fingerzinken schön versehen. Und ich finde, also so unter uns Jungs und Mädels, das kann sich sehen lassen. Und damit finde ich, hat sich dieses Ding schon bewährt. Bin jetzt gespannt auf die Schubladen, wie die funktionieren werden. Ich werde mir noch eine Version machen, und zwar eine, die etwas mehr Auflagefläche hat, damit man sie tatsächlich nämlich auf der Tischfräse verwenden kann, auf dem Frästisch verwenden kann. Und dann geht's leicht, ist es vielleicht noch schneller, da irgendwas zu machen. Mal gucken, seid einfach gespannt. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden. Wer jetzt dieses Ding haben möchte,
Es wird auch die, also ich werde auch wieder die STL-Datei zur Verfügung stellen. Wie genau, das weiß ich aber noch nicht, weil ich mir überlegt habe, ich will jetzt ja keine 100 Millionen für so eine STL-Datei. Also Butter bei den Fischen, ne? Aber so irgendwie so 50 Cent oder irgendwie sowas in die Drehe, da muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Da sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Da wird sich dann, oder da geht es dann im Prinzip um alle STL-Dateien von mir, die ich jemals für 3D-Druck erstellt habe. Da muss man mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und dann könnt ihr das dann gerne nachdrucken, wie auch immer. Für diejenigen, die nicht so einen großen Drucker haben, weil man braucht ja hier schon mal ein 20 cm Bett. Wenn ich jetzt hier noch eine 30 cm STL-Datei draus mache, dann braucht ihr ein 30 cm Bett. Da wird es auch eine Lösung geben. Wie die genau aussieht, das werde ich euch auch in den nächsten Tagen, Wochen zukommen lassen. Ich werde da mit einem anderen YouTuber zusammenarbeiten, bei dem ihr dann das Ganze auch drucken lassen könnt. Wie das ganz genau aussehen wird, was euch das dann kostet, etc., das machen wir alles später mal. Aber damit ihr schon mal grob wisst, aha, selber drucken geht, ja, kostet irgendwie sowas 50 Cent, 1 Euro, keine Ahnung, ist ja nur so ein kleiner Unkostenbeitrag. Und drucken lassen wird auch gehen. Und ne, also wer da wirklich irgendwie das nicht selbst ausdrucken kann, möchte oder darf oder wie auch immer, wird es eine Lösung geben. So, das soll es gewesen sein zu meiner Zingerfinken, wollte ich gerade sagen. Zingerfinken. Das klingt jetzt schon wieder etwas daneben. Fingerzinkenschick. Und zwar mein einfachstes Fingerzinkenschick. Ich finde das Ding immer noch genial und so einfach und so schnell, ne? Ohne irgendwie großartig, einfach ein bisschen. Ich glaube, das Erstellen der Datei hat länger gedauert, als das Chick zu bauen. Wurscht, es funktioniert. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, lass ein Abo unten da. Und vielleicht noch einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Und was hältst denn du von dem Ding? Machst du auch gerne mit Fingerzinken irgendwas? Oder sagst du, nee, viel zu viel Aufwand. Schrauben, ne? Einfach mal blind reingeschraubt, fertig. Was ist deine Lieblingsverbindungsart? Gehört es mit dazu? Vielleicht machst du sogar Schwalbenschwänze. Dann wird es richtig tricky. Ja, danke schön fürs Zuschauen, habe ich schon gesagt. Ich sage Tschüssikowski, gewinn, gewinn, macht's gut und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin von Martin macht's.